weil hier steht ja schon unser nächstes Tanzpaar. Jössas Maria, schau dir das an. Das ist mal... Mit diesem Mund kannst du nicht schmusen, oder? Nein, der ist zum Lachen da. Habt ihr gefrühstückt? Habt ihr Mittag gegessen? Wie legt man es an? Popcorn geht noch oder was hat man im Magen, bevor man hier rausgeht? Also Frühstück geht noch, Mittagessen auch noch und dann vielleicht ein bisschen weniger. Das habe ich gar nicht gewusst, weil die Manu sagt immer, geh jetzt essen. Ja, ja du schon, du musst mir heben. Okay. Ein flaues Gefühl? Nein, es wird immer besser, muss ich sagen, ja. Ihr habt einen coolen Song, Smile, ein sehr schöner Song, ein bisschen in einer anderen Version, passt zum Film. Dann wollen wir uns kurz die Trainingswoche bei euch anschauen, ob da auch gelächelt wurde oder sonst was. Smile. Wir tanzen einen Slow Fox zum Joker und der Herr neben mir ist diese Woche der Joker. Ist das ein authentisches Lachen oder ist das ein aufgesetztes? Wenn wir jetzt vom Film reden, dann ist es ein aufgesetztes Lachen. Okay. Ich glaube, jeder kennt das. Besonders, wenn man gefragt wird, wie geht's? Also ich glaube, 99% aller Menschen sagen gut und setzen genau dieses Smile auf, dieses Lachen. Wo in Wirklichkeit sehr oft was anderes dahinter versteckt ist. Es ist ein echtes Lächeln. Momentan bin ich ja ein bisschen aufgewühlt. Aber ich versuche es jetzt. Gott sei Dank ist es mir sehr oft schon geglückt, dass, ja, dass wieder eine Leichtigkeit in mein Leben gekommen ist. Können wir im Ballroom bitte einen Spiegel für dich aufstellen? Dass ich gerade jetzt bei Dancing Stars sehr oft authentisch gelacht habe. Du kriegst einen kleinen Handspiegel mit. Dann kannst du dir aber selber anschauen. So ein geiler Typ. Also ich wünsche mir, dass wir richtige Freude haben, dass wir dieses Smile am Schluss wirklich authentisch aufsetzen können. Weil ich möchte einfach, das gebe ich jetzt einmal echt offen zu, ich möchte da noch weiterkommen. Sanft. Aua, aua. Panel 4 tanzt einen Slow Fox zu Smile aus dem Film Joker. Hier sind Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Is aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile.
Alexander und Manu. Ist das jetzt ein echtes oder ein aufgesetztes Lachen nach diesem das Tanz? Das ist jetzt ganz ein echtes. Du bist zufrieden und es hat dir Spaß gemacht. Ja, es macht mir immer mehr Spaß. Und heute hat es mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ich kann mich noch wiederholen. Die Manu hat es geschafft, von dem Matador und wie heißt der? Torero, innerhalb von einer Woche mir das Lachen aufzusetzen. Ja. Danke. Gerne. Du bist so eins der Paradebeispiele, was ich so schön finde an dieser Sendung. Du hast dir am längsten Zeit gelassen, zuzusagen, ob du jetzt ein Kandidat sein willst in dieser Show oder nicht. Das war fast ein halbes Jahr oder so. Also es war ordentlich Zeit ist vergangen. Und jetzt bist du der, der volle aufmacht und alles gibt. Und das ist so schön, wenn sich jemand so auf dieses Abenteuer einlassen kann. Und ich freue mich, es scheint dir wirklich gut zu tun, oder? Diese Zeit hier. Ja, es tut mir sehr gut. Am Vormittag gehe ich in den Schlosspark Schönbrunn und da sind die älteren Damen alle begeistert, wollen mit mir tanzen. Und die schauen alle Dancing Stars. Das ist echt cool. Ja. Ja, als Skisprungtrainer ist mir das schon auch passiert. Aber da haben sie gewusst, Skispringen kennen sie mit mir nicht. Aber jetzt beim Tanzen, da sind sie jetzt ganz heiß. Damit hast du sie jetzt rumgekriegt. Ja. Und es ist ja heute auch hier, vielleicht hat es auch deshalb so viel Spaß gemacht, fast schon Generationentreffen, weil Papa und Sohn sind hier heute, oder? Ja, Papa und Sohn, da sitzen sie. Ja. Da gibt es natürlich ganz besondere Unterstützung und Rückendeckung. Ich glaube, der Papa war ein richtiger Gentleman-Tänzer früher. Das glaube ich auch, so schaut er auch aus. Kann der Papa auch tanzen? Ja. Ringel, Ringel, Reiher kann er ganz gut, sagt er. Ja, und Schleicher hat er sicher auch ganz gut. Und Schleicher können wir alle ganz gut, da bin ich auch ganz gut, muss ich sagen. Maria. Ja, lieber Alexander, klingt jetzt schräg, wenn ich das sage, aber ich finde, diese Rolle war sehr authentisch. Ja. Ich liebe es total, dass du dich jede Woche komplett auf die neue Rolle einlässt. Das finde ich faszinierend, weil ich habe selten einen Kandidaten gesehen bei Dancing Stars, der so extrem versucht, dass er es richtig macht und dass er es gut macht. Ich finde, es ist schwer, dass man gerade in den Slow Fox das Bild des Clowns ein bisschen auch das, vielleicht das Böse reinbringt, weil natürlich der Slow Fox eigentlich von seiner Lieblichkeit, von seiner Zartheit lebt. Das ist euch aber sehr gut geglückt, weil ihr habt euch einfach auf diese Rolle einlassen. Und ich finde auch, dass man im Leben ganz oft ein Lächeln aufsetzt, eine gewisse Maske aufsetzt und was ganz was anderes dahinter steckt. Ich habe jetzt gemerkt, du hast den Tanz wirklich gefühlt. Das ist das, was ich sehen will. Und ich finde, das war dein stärkster Tanz bis jetzt in dieser Staffel. Danke. Danke vielmals. So. Joker, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. War das einer deiner Lieblingstänze, Schotti? Ja, das kommt schon in die Nähe. Pass auf, jetzt sage ich dir was. Komponiert, weißt du, wer den Song komponiert hat? Charlie Chaplin hat ihn komponiert. Und Joaquin Phoenix, immerhin, Oliver und Jack Nicholson haben die Rollen im Film gespielt. Also das ist eine Riesenvorlage. Und so wie ich das begriffen habe, ist das eine psychische Störung, das Lachen. Das hat mit Lachen nichts zu tun. Das hat mit Leiden zu tun. Mit tiefer, tiefer Verzweiflung. Mhm. Ich will nicht sagen Krankheit, aber es ist eine psychische Störung. Mhm. Und das berührt mich so sehr, was du da gemacht hast jetzt gerade. Nicht nur, weil du dich offensichtlich extrem nach vorarbeitest gerade und du eigentlich ein Vorbild für Dancing Stars bist. Du kommst aus dem Nichts. Du hast null Ahnung gehabt von Tanzen. Das kann ich beurteilen. Ich hatte genauso wenig Ahnung. Du hast keine Ahnung gehabt. Und jetzt schaffst du einen Slow Fox, der völlig unpeinlich ist, der getanzt ist. Du hast getanzt und du hast ein Mörder viel Gefühl gehabt. Alexander Pointner, das finde ich großartig, was du hier geleistet hast jetzt. Danke. Danke sehr, danke. Danke. So,
vom Joker zum Hannibal Lecter. Da hat ganz viel die Manu. Da hat ganz viel die Manu dazu getan. Entschuldige. Nein. Das muss ich sagen, weil du eine großartige Trainerin bist. Ja. Danke. Ja, eigentlich würde ich euch auch loben, aber nach so viel Lob ist es so aufgesetzt und so langweilig. Deswegen reden wir. Mach's einfach, lass es fließen, lass es laufen. Ja, ich lasse es raus. Die haben eh schon alles gesagt, das stimmt teilweise natürlich. Aber Ballasch. Schaust, dass du beim Slowfox durch die Emotionen dich nicht zu sehr reißen lässt und dich ein bisschen mehr zügelst. Es war nicht immer im Takt, aber dass diese Emotionen auch im Takt bleiben, das ist dir nicht immer gelungen. Aber die Rolle hast du perfekt verkörpert. Danke. Danke. Na, wir sagen danke. Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Danke. Der Alexander Pointner bringt's auf den Punkt, sagt die Jury teilweise. Er hat selber vorher zugegeben, die wollen jetzt in die nächste Runde. Ja, und da hat der Joker noch ein Ass im Ärmel und dieses Ass sind sie zu Hause. Anrufen oder SMS für Alex und Manu, falls sie weiter tanzen sollen. 09010 59 09 04. Prost! Das war jetzt alles wahnsinnig erfreulich, oder? Also wenn da jetzt nicht nur eine überraschende Wendung in der Handlung kommt, dann das ist ein total schöner Film heute Abend für euch. Ja, ich würde sagen, der erste und zweite Durchgang beim Springen, das hat einmal passt. Und jetzt fehlt halt noch die Jurybewertung, aber das Vorspiel war ja schon mal ganz gut. Und wenn das Vorspiel ganz gut ist, dann ist es eigentlich. Wir sind bei der Movie Night. Habt ihr einen Lieblingsfilm, Manu? Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm, wir sind eh schon sehr nahe, muss ich sagen. Also so Joker, Suicide Squad, da bin ich total daheim. Du magst so die schrägeren Sachen. Dein Lieblingsfilm? Ja, wir können wenig zum Film schauen, weil daheim läuft meistens Sturm der Liebe oder ja, oder wie heißen die Cops aus Rosenheim? Ja, genau. Und ja, meine Frau liebt ja den Doktor, der da ist. Ja. Aber wenn so ein Zeitfenster dazwischen frei ist, dann schauen wir schon einen Film. Und früher habe ich ganz gerne. Was ist dein Lieblingsfilm? Gibt es irgendeinen Film, was du Ja, früher habe ich ganz oft Coyote Ugly geschaut. Ja. Coyote Ugly? Ja. Ja. Kennst du das nicht? Die tanzen da an der Bar und da ist immer so eine Party. Na, sie tanzen auf der Bar. Auf der Bar, auf der Bar. Und, also, ich meine, wenn du möchtest, wir hätten ein paar hier. Ich lasse die Lichter hochfahren, also da kannst du auch auf der Bar weiter. Auf jeden Fall hat mir das schon immer taugt, aber ich habe ganz genau gewusst, ich kann es nur schauen, ich kann es selber nicht machen. Ich meine, wir haben auch öfters Party gefeiert, wenn wir gewonnen haben. Aber so der sich da richtig frei gehen hat lassen können und dass er da nicht peinlich um mich kommt, das habe ich nie geschafft. Und deswegen hat mir auch der Film immer gedacht. Aber jetzt bin ich dann langsam am Weg, dass ich irgendwann, wenn wir eine Party feiern, vielleicht das doch schaffe, dass ich auf der Bar tanzen kann. Wir könnten ja so machen, wenn du in die nächste Runde kommst, in einer der nächsten Runden tanzt du irgendwo mal auf einer Bar oder so. Das mache ich auf jeden Fall. Ja, das mache ich. Versprochen. Wir fahren die Lichter schon mal hoch, ja. Damit du dich dann schon orientieren kannst. Ja. So circa könnte das dann ausschauen. Und jetzt schauen wir, wie viel die Jury Punkte abdrückt für euren Slowfox. Ja, 16 Punkte war der bisherige Rekord vom Alex und der Manu. Schauen wir mal, wie viel es heute Abend werden. Maria. Rauf auf die Bar mit ganz viel Emotion. 7. Schotti. Großartig, mach weiter so. 7. Bollasch. Es wird jede Woche ein Stückchen besser. 5. Und damit ist es persönlicher Rekord von 19 Punkten. Gratuliere. Happy End für heute Abend mal. Kurz aus in der Lounge Paar 04. Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Danke sehr. Smile.